Hallo und herzlich willkommen heute zu Let's Play Armored Warfare mit einem Panzer, den ich noch nicht gezeigt habe und daher umso schöner, dem M1134 ATGM. Und das ganz Besondere sehen wir eigentlich schon hier unten an der Munitionsart, dass wir nämlich nur ferngelenkte Panzerabwehrraketen haben und sonst keinerlei Geschütz, auch hier oben sehr gut zu sehen. Die Details. Natürlich ein Jagdpanzer, deswegen Sichtweite und Großkaliberwaffen, der aus der Striker-Fahrzeugfamilie stammt, der amerikanische M1134 mit ferngelenkten Panzerabwehrraketen, ist ein solides Fahrzeug mit vielen Gefechtsfunktionen, das sowohl als Verstärkung von Infanterie und Aufklärungseinheiten dienen, als auch direktes Feuer auf große Distanz bereitstellen kann. Wir sehen den Schaden mit 540, 940 Durchschlag, der 4000er Schaden, aber halt 14 Sekunden Nachladezeit. Trefferpunkte 1660 und die Panzerung so gut wie nicht vorhanden. Dafür aber sehr schnell mit knapp über 100 km/h, der Sprint von 0 auf 32 in 3,5 Sekunden, also alles ganz interessant. Das würde ich sagen, wir schauen uns einfach jetzt mal den Panzer so an, wie er performt und ob er was fürs PvE ist oder nicht. Und hier haben wir jetzt die Operation Cerberus, eine Eliteeinheit des Kartells versucht, einige wichtige Munitionslieferungen abzufangen. Vernichte sie, eliminiere die Elitegarde, die Verstärkung und zerstöre die übrigen Leutnants und die Minenlieferungen sollten auch zerstören. Dann geht's rund. Ja, jetzt schauen wir mal. Ich bin selber sehr gespannt. Erste Runde, nämlich hier auch für mich mit dem Panzer. Wir haben hier natürlich unser markiertes Ziel, unsere Rauchgranaten und natürlich APS ist auch am Start, um uns da ein bisschen Sicherheit zu geben. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall mit dem Panzer hinten aufhalten. Also ich werde da definitiv jetzt nicht die Frontsau machen, weil dafür ist der Panzer einfach nicht geeignet. Hier ist auch ganz schön eine Verwehung. Also das Wetter ist nicht ideal. Ah, nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Zwei Raketen hat man immer, dann sind die 14 Sekunden wieder aktiv. Hier handelt es sich ja um einen Radpanzer, also von dem her. Na. Ah, ich lade schnell mal lieber nach. Habe ja nur eine Rakete zum Nachladen, daher geht es da auch etwas schneller. Das gibt's doch nicht. Die wollen mich trollen. Aber wie gesagt, hier jetzt definitiv nichts überhasten. Das geht nämlich am Ende nicht gut aus für uns. So, ich hoffe mal, dass der Warrior da ein bisschen jetzt noch vorkommt. Markieren kann ich auch gerade nichts. Und so wirklich drauf kommen tue ich auch nicht. Jetzt aber. So, jetzt kann ich den auch markieren. Jetzt kriege ich hier auch noch ein bisschen was davon ab. Sehr gut. Sehr schön. Das Terrain ist jetzt gerade nicht hilfreich für mich, sage ich mal, um hier jetzt dazu unterstützen. Aber ich werde es da nicht vorfahren, weil man sieht, der BMD, der macht gleich die Biege. Auf den komme ich so gut wie nicht drauf. Da vorne, die kommen einfach nicht rum. Jetzt, ja. Na, noch ein Stück. Noch ein bisschen erhöht. Jetzt sind wir im Reload. Wir haben schon einen verloren. Jetzt kommt hier Arti auch noch rein. Den konnten wir zerstören.
Den haben wir leider nicht bekommen. Das schaut aus. Da sieht man halt wieder, wenn ein Kampfpanzer fehlt, wie schwierig das dadurch wird. Und hier der T90, der macht es mir jetzt auch nicht leicht. Gefühlt macht das gerade keinem leicht, muss man dazu sagen. Kein Durchschlag. Jetzt aber ein Hit. So, der BMD, der versucht es jetzt da mal. Und jetzt mal ein bisschen weiter vor, auch den Scoutern da machen. Schnell sind wir ja. Das ist keine Frage. Ich gehe lieber mal auf den Bradley, weil der ist erstmal schnell weg. So. Bisschen den Scout machen. Was ist hier mit ihm? Alles nicht leicht hier gerade. Weil hier mit einem fehlenden Panzer und kaum Panzerung, die die Leute hier haben, das macht es nicht leichter. Fast unmöglicher Schuss. Probier's trotzdem mal. Machen wir halt mal E drauf, vielleicht bringt das ja was. Ziel identifizieren. Da bin ich am Ramke aber ganz schön gescheitert, du. Ehre sei Dank. E ist noch nicht ready. Jetzt da der erste Hit. Und der zweite. Da konnte ich ihn auch die Kette ziehen. Jetzt aufpassen. Also jetzt heißt es wirklich taktisch spielen. Nicht zu schnell, nicht zu viel wollen. Weil das geht am Ende einfach nicht gut aus. So, wir sind wieder im Reload. Den habe ich markiert. Dann gehe ich nämlich hier auf den nächsten. Den Expeditionspanzer, sobald ich wieder Raketen habe. Und das habe ich jetzt. So, jetzt ist nur der nächste mittlerweile passé. Der BMD probiert es da von oben. So. Also, wirken kann ich vernünftig. Aber es ist alles nicht so leicht. Der BMD macht jetzt einiges auf. Alter Verwalter. Ich hoffe mal, der dreht sich noch ein bisschen. So bleibt er schön mit dem Turm. Dann kann ich nämlich gut auf ihn wirken. Weil der muss weg. Der stört uns natürlich jetzt hier extrem. So, jetzt wurde man natürlich getroffen, weil er auch nicht ganz doof ist. So, da konnten wir auch nochmal zwei reinsemmeln. Der VFM, der stört dann natürlich auch noch ein bisschen. So, die beiden auch weg. Und was ist nun? Ich habe jetzt gar nicht so aufgepasst vor lauter Schaden machen. Weil wir haben doch noch genug Zeit. Was passiert hier gerade? Sieg! Oh ja, den nehme ich mit. Ich habe ehrlicherweise gar nicht gespannt, warum wir jetzt gesiegt haben. Weil gefühlt waren noch Gegner da. Aber scheinbar hat der BDM da irgendwie für mehr Stimmung gesorgt, als ich es mitbekommen habe.
Ich muss mich einfach darauf konzentrieren, nicht zu sterben und den Schaden anzubringen. Also man kann es vielleicht resümieren und zu sagen, die Raketen fliegen cool, haben eine vernünftige Nachladezeit, das passt alles. Sobald natürlich eine Gegenmaßnahme hat, ist es nicht mehr so einfach, hat man auch gesehen. Unterm Strich war es eine solide Runde und den Sieg nehme ich sehr, sehr gerne mit. Mit 10.000 Schaden konnte ich mich hier auf den zweiten Platz auch fahren. Also von dem her sehr schön. Arti hat auch gut mitgemacht und der BMD, der hat es verdient und gut nach Hause geholt. Vielen Dank dafür. Ja, am Ende gab es 215.000 raus und ich muss sagen, ein schöner, solider Panzer, der sich gut fahren lässt und mit Raketen unglaublich gut arbeiten kann. Also wer Bock auf Raketen hat, der bekommt hier das richtige Gerät zur Hand. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.